Jo, meine Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil von zwei Teilen der Krombacher Kreispokal Saison 2021-2022. Let's go! Heute um 18.30 Uhr. Sus Rösebeck. Verliert gegen FC Peckelsheim Eisenlöwen mit 1:6. Dann Sus Gerden Alte Nerde gegen FC Neuenherde Erbram 3:1 für Gern Altenerde. Dann SV Harbrück Jakobsberg verliert gegen SV Albach mit 2:3. FC Westheim Östdorf gegen TuS Lüchtring 2:1 für Östdorf. Dann SF Kallenberg gegen Spielvereinigung Brakel. Das gewinnt die Spielvereinigung mit 0:5. Dann SG Nete Abo, also Albachsen, Bruchhausen, Ottbergen gegen FC Großeneder Enger. Das gewinnt die Abo mit 6:3. Dann BSV Nieheim gegen SV 30 Bergheim 5:1 für Nieheim. SV Holzhausen Erwitze gewinnt nach Verlängerung gegen TuS Finsebeck mit 3:2. Dann um 19 Uhr SV 23 Dränke gewinnt gegen SG Scherwerde Rimbeck Brexen mit 1:0. Ebenfalls nach Verlängerung. TuS Bad Triburg gegen SV Dringenberg. Das gewinnt Bad Triburg mit 6:3. Dann um 19.30 Uhr TiK Brakel gewinnt deutlich gegen FC Blau-Weiß Weser mit 6:1. Und am 8.8. um 15 Uhr SSV SW Herlinghausen gewinnt gegen den FC Stahle mit 3:1. So, das war's von der ersten Runde Teil 2 von Teil 2 in der Kreispokal Krombacher Saison 2021-2022. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, vergesst nicht die Glocke daneben, dann verpasst ihr keine Benachrichtigung. Wir sehen uns, ciao.